Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi. Jemand hat sich gewünscht, dass wir mal wieder in Römerberg fahren sollen. Auch bin ich hier schon lange nicht mehr gefahren, also warum nicht? Wir fahren mal wieder die Linie 612, allerdings starten wir heute in Grafeneck und fahren Richtung Busbahnhof. Also quasi die andere Richtung. So, dann werden wir mal die Linie ins Ibis eingeben. Linie 612. Route wahrscheinlich 02. Römerberg Zopp. So, dann werden wir die Kamera nochmal richtig einstellen. Ist gut. Ihr wollt nicht mitfahren? Okay, wie gesagt, wir stehen in Grafeneck. Wir fahren mal wieder unseren Löwen, unseren MAN Lion City. Mal zur Abwechslung. Letztes Mal sind wir die Strecke mit dem NL 202 gefahren. Heute fahren wir mal mit dem Lion City. So, wie lange haben wir noch? Gut 2 Minuten, wenn ihr das richtig entziffer. Ja, ich bin gespannt, wie es uns heute geht. Wir fahren jetzt mal bergab. Schauen wir, wie uns das Ganze gelingt. Ja, der Motor hat schon wieder mal 57 Grad. Schalten wir die Motorkühlung ein und während der Fahrt sind die Fenster offen, also das wird schon passen. Nicht, dass die Fahrgäste nörgeln, dass ihnen zu warm ist, erinnern. Ich finde es schade, dass die Version 3 noch immer nicht da ist. Also die Version 3 vom Kamas, vom Red Gun gibt es ja glaube ich schon eine Version 3, oder heißt die auch Version 2 vom Lion City. Müssen wir halt die Bugs so umgehen. Das war... Hallo? Ich meine, es läuft sehr busy. Ja, das war nicht so geplant, aber wenn er mich schon so nett bittet, dann fahren wir halt einmal. Siedlerhöfe. Wenn wir schon so nett gebeten werden, dass wir uns auch gut innerlich gesagt schleichen, dann tun wir das auch, oder? Also, sind wir 612, nicht 60. Mal weiter. Also fahren wir mal bergab. Ja, schauen wir mal, ob wir ohne Unfall durchkommen. Wäre natürlich wünschenswert. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Den muss man jetzt auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen ans Fahren gewöhnen. Also seht ihr, was nach, wenn... Sofort ausschalten. Das habe ich nicht draufgeführt. Ich bin mal keiner Schuld bewusst. Wahrscheinlich habe ich irgendwas mit Heck mitgenommen oder so. Ich frage mich, ob ich da überhaupt noch richtig bin. Ja, sehen wir.
Von welchem Unfall? Oder galt der Unfall mit dem Kollegen da oben in der Endhaltestelle als Unfall? Das wäre natürlich sehr fein, weil für den kann ich nicht einmal irgendwas. Sportpark. Weiter und schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ja, die Framerate mag mich heute wirklich nicht. Oh, da ist eine Ampel. Die wir ganz vergessen. Hereinspaziert. Ja. 10 Frames sind ein bisschen wenig. Ist das nicht der Fall? Ja, merke, warum das warm ist. So, eigentlich habe ich nur 3 Minuten der Anzeige. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da herumzustehen. Internat Hohenreuth. Also alle Fenster aufmachen kann ich leider nicht, also so, wir sind 612, das heißt, wir müssen gerade weiter. Aber sie ist es zu wenig Platz. Ja, die Stellen sind ein bisschen gefährlich da. Ich sagte, ich muss mich ein bisschen aufs Fahren konzentrieren heute. Wie viel Grad haben wir denn erinnern? Schon werde ich schon meckern. Nur 30 Grad, was ist denn mit euch? Runter, weil es uns blendet.
Grad weiter. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Liebingen. Wo auch immer. Schauen wir mal jetzt die gleiche Strecke wieder zurückfahren mit diesen engen Stellen oder ob die Route zurück ein bisschen eine andere ist. Okay, ist scheinbar die gleiche wieder. Jetzt kommen wir zu der Baustelle und ab da vorne wird es eng. So, Konzentration. Jetzt wird es richtig spannend. Und natürlich blendet die Sonne, das ist herrlich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Bus fast ein bisschen zu schwach ist. Ist sich ausgegangen. Ein bisschen zu schwach ist für diese Steigungen da. Leichtweg, jetzt geht's bergab. Jetzt hoffen wir halt, dass mal die Bremsen ausreichend dimensioniert sind. Also an so einer Stelle sollte uns keiner entgegenkommen. Aber es kommt einer entgegen. Aber auch diese Stelle haben wir fabulös gemeistert. Ja komm, einer von uns beiden muss fahren. Danke, dass du genau in der Kurve stehen bleibst. Ist er vorbei? Ja. So, nächster Halt. Brauchst du mir nicht entgegenkommen, ich fahre noch ein Stückchen vor. Grüß Gott. Weise.
kurvenreiche Strecke für die nächsten 3 Kilometer. Na, herrlich. Das gefällt mir. Nicht. Nie im Leben geht sich das aus. Ich stehe am Rand stehen. Ich weiß, dass der neben mir scheiße fährt. Ja, geh durch meinen Bus durch, du blöde Schnepfe. Wow, das war die falsche Taste. Ist immer toll, wenn das Lenkrad in irgendeiner Stellung steht und man trifft auf die falsche... Nasenbeute, der Michael Schumacher, ja. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Michael Schumacher, ja. Sagt einmal, wollt ihr aussteigen? Kommt von mir aus, ich mach die Türen auf und könnt euch alle schleichen. Ich fahr damit ungefühlten 3 km/h runter. Das war jetzt unfair, da mitten... Na geh! Kommen wir dir jetzt alle in irgendeiner Kurve entgegen? Das gibt's ja nicht. Aber immerhin haben wir keinen Unfall gehabt. Ich weiß zwar nicht, warum die genau gemeckert haben, aber... War wahrscheinlich wieder irgendein fadenscheiniger Grund. Also wenn man da jetzt einem Linienbus entgegenkommt, ja dann, weiß ich nicht, muss ich den Bus mal kurz von der Straße heben. Weil ich glaube, ein Bus kommt nicht an mir vorbei. Ich hoffe halt einmal, dass der Fahrplan so gestaltet ist, dass da kein Gegenbus kommt. Sie schon mit Schumacher vergleichen? Nein, ich bin niemanden hinten drauf. Okay, jetzt, ich glaube, da kommt ein Auto, aber zum Glück. Und wir haben diese tolle Stelle gemeistert. Müssen wir nur da um die Ecken kommen. Aber der Gegenverkehr, der nimmt ja so Rücksicht auf uns. Also dass da zu Unfällen kommt, das ist ja... Das ist ja schon sehr verwunderlich, also wenn die so aufpassend ist. Hallo! Guten Morgen. Ich hoffe, ihr versteht alle, was Sarkasmus ist. Waldkirche. Überholverbot 50. Naja, mit 50 fahre ich da nicht runter. Und dann meckern sie wieder. Vergleichen mich wieder mit Schumi.
wir scheinbar in die Kirche beten gehen. Vielleicht sich bei Gott bedanken, dass er die Fahrt überstanden hat mit mir. Wenn noch hat er es ja nicht geschafft. Es könnte ja theoretisch noch was passieren. Wer weiß, wer weiß. Solange wir nicht am Busbahnhof sind, ist noch keiner sicher. Einfach gehört ein bisschen überarbeitet. So, schauen wir uns unser Gefährt einmal von außen nochmal an. Was machst du mit deinem Manta da hinter mir? So, da der Kollege auch schon wieder kommt. Fahren wir weiter. Wildpark. Ja, relativ reibungslos die Ausfahrt. Bis jetzt bin ich ja halbwegs zufrieden, bis auf diesen einen Zwischenfall. Wobei ich noch immer nicht weiß, ob da was da als Unfall gegolten hat. Ich vermute, dass es eher der Auffahrunfall von unseren Kollegen war, weil sonst habe ich glaube ich nichts mitgenommen. Na was, ich fahre eh nicht auf deiner Spur. Aber das ist eine etwas anspruchsvollere Strecke. Berlin ist Kindergarten. Danke. Schulzentrum. Jetzt kommen wir wieder in die Stadt. Jetzt kann es sein, dass die Framerate wieder in den Keller geht. Ich hoffe es nicht.
wird nicht. Riverberg, also wir müssen wohl. Ja, ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Einstein. Ich glaube, ich muss da raus. Zum Blinker bin ich jetzt nicht dazu gekommen. Seht das mal nach. Hallo. Ist es hier warm? Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Universität. Oh, eine schöne Stelle kommt noch. Nehme ich diese da. Aber zum Glück ist kein Entgegenkommen. Hui. Anstrengende Fahrt irgendwie. Ich glaube, als Busfahrer möchte ich dort nicht arbeiten. Den ganzen Tag die Linie der Fall ist, glaube ich, sehr mühsam. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Stunde der Wahrheit, wo müssen wir hin? Ah, da drüben ist bereits okay. Hungry Jacks und beim Ibo. Okay. Ja, nein, spaziert. Hallo. Ein bisschen Platz haben wir noch. Hallo. Ist Frage von euch. Alter Markt, Stadtmitte. Morgen. Da geht die wilde Fahrt Richtung Omnibushof oder Omnibusbahn. Rathaus. Aber jetzt ist er nicht mehr weit, jetzt haben wir es wirklich geschafft.
und ich hoffe, ich schaffe den Rest ohne Unfall. Na komm, zwar zweiter. Worauf warten die da vorne? Okay, jetzt. Gut, der will abbiegen. Der auch. Mal leid. Hallo. Grüß Gott. Postsiedlung. Na bitte fahr. Nicht. Der Kollege, der führt gerade den Zamm. Oder auch nicht, hat was ausgestellt. Bleib stehen. Ja, geht durch den Bus, weißt schon. Okay, das war's scheinbar. Römerberg Busbahnhof. Endstation, bitte aussteigen. So, da sind wir auch schon fast da. Sehr schön, hätte man das auch geschafft. Ja, toll, und ist wirklich nicht viel. Der Pfeiler da am Eck ist eine Frechheit. Hoffe, ich nehme ihn nicht mit. Na, Glück gehabt. So, Terminus. Ja, okay, ich war an einigen zu früh, aber... So, da stehen wir auch schon an der Endhaltestelle am Busbahnhof. Wiederschauen, danke fürs Mitfahren. Ja, und damit, mit diesem schönen Bild, möchte ich mich auch verabschieden für heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Wie gewohnt in die Kommentare, oder wer nicht in die Kommentare schreiben will, sondern
Da kann man auch gerne eine Nachricht schreiben. Ja, also dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schauen wir mal, ob wir dann Zug fahren oder Bus fahren oder was ganz anderes. Also, bis dann. Tschüss.